Einen schönen guten Morgen zusammen. Mein Name ist Christina Holm und ich darf Sie ganz herzlich zum fünften Teil unserer Science Watch Live Webinarreihe begrüßen. An der Vorbereitung des heutigen Webinars waren noch meine Kolleginnen und Kollegen Anna Kirchner, Lara Kürten, Sebastian Meuer und Nicolas Dietzel beteiligt. Und wir sind alle wissenschaftliche Mitarbeiterinnen im Projekt DigiDem Bayern am Interdisziplinären Zentrum für HTA und Public Health der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ja, ich darf Ihnen heute auch wieder unsere beiden Referentinnen vorstellen. Zur Linken sehen Sie meine Person und auf dem rechten Bild sehen Sie Nicolas Dietzel. Er wird wie gewohnt den Chatroom betreuen, über den Sie jederzeit Fragen stellen können. Und er wird sich auch anschließend um Ihre Fragen kümmern. Ja, ich habe mich schon vorgestellt für diejenigen, die die erste Minute verpasst haben. Ich bin Christina Holm und ich werde heute moderieren und vortragen. Ja. Viele von Ihnen haben es schon gemerkt. Wir sind hier in GoToWebinar angelangt. Und bevor wir jetzt thematisch einsteigen, möchte ich noch ein paar kurze technische Hinweise geben. Die wichtigsten Funktionen von GoToWebinar zeige ich Ihnen jetzt kurz. Und Sie sehen jetzt hier eine Ansicht, wie GoToWebinar auf Ihrem Bildschirm aussehen könnte. Das sogenannte Bedienpanel. Also, wir haben hier zunächst in rot markiert den orangenen Pfeil. Das bedeutet Bedienpanel minimieren. Also wenn Sie draufklicken, müsste das klein auf der rechten Seite Ihres Bildschirms zu sehen sein. Dann haben wir das durchgestrichene Mikrofon. Das, wie bei den letzten Webinaren gewöhnt, sind Sie alle stumm geschalten. Fragen, aber auch technischer Art, können Sie jederzeit gern im Chat an Nicolas Dietzel stellen. Er wird versuchen, Ihnen dann zu helfen. Dann haben wir als nächstes ein Bildschirm-Icon. Hier können Sie den Vollbildmodus einstellen. Dann haben wir das Handzeichen an eine Funktion, die mir persönlich am besten gefällt. Das dürfen Sie jetzt gerne einfach mal ausprobieren und draufklicken. Ah, klasse, ich sehe schon ein paar Hände hochgehen. Also einfach mal aufs Handzeichen drücken. Das ist das Handzeichen. Ah, super, klasse. Sie haben es gefunden. Sehr gut. Das brauchen wir später vielleicht nochmal. Dann haben wir als nächstes den Reiter Unterlagen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier in GoToWebinar schon während des Webinars Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Und wir haben hier Ihnen den Foliensatz des heutigen Webinars schon mal eingestellt. Wenn Sie draufklicken, dann könnten Sie den runterladen. Aber keine Sorge, wir stellen den auch hinterher wieder auf unserer Webseite zur Verfügung. Da können Sie sich den dann auch hinterher noch ansehen. Es muss nicht jetzt sofort sein. Dann haben wir wieder die Chat-Funktion, Frage an einen Mitarbeiter stellen. Ganz wie gewohnt können Sie Fragen stellen und wir beantworten sie dann im Anschluss an den inhaltlichen Teil. Und dann haben wir oben noch den Reiter Datei. Hier können Sie draufklicken, wenn Sie das Webinar vorzeitig verlassen müssen. Ja, noch ein wichtiger Punkt vorneweg, bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen. Sie haben sich ja alle zu unserem Webinar angemeldet und das ist erforderlich, weil wir jetzt ein anderes System nutzen, nämlich GoToWebinar, wie gerade vorgestellt. Und an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass die Anmeldung auch zukünftig wichtig und notwendig sein wird, damit wir es Ihnen als Teilnehmerinnen auch Zertifikate zur Verfügung stellen können über die Teilnahme. Und ja, es hat sich zwar das Online-Meeting-Tool geändert, aber gleich geblieben ist unsere Vorgehensweise. Genau wie in den letzten Webinaren werden wir Ihnen in den nächsten rund 15 Minuten einen Input liefern, Fragen und Wortbeiträge gerne im Chat verfassen. Nicolas Dietzel wird dieses sammeln und beantworten und dafür haben wir dann im Anschluss 10 Minuten Zeit. Und während des Webinars schneide ich hier den inhaltlichen Part mit und ich werde auch ankündigen, wenn ich diese Aufzeichnung dann beende. Und wie gewohnt, wir stellen Ihnen die Folien und auch die Aufzeichnung über unsere Webseite im Anschluss zur Verfügung. Ja, bevor wir jetzt einsteigen, schauen wir noch mal kurz in die letzte Woche. Was haben wir am 29.04. gehört? Ein kleiner Rückblick. Zum einen haben wir Ihnen Unterstützungsangebote vorgestellt aus dem Bereich Sicherheit. Hier haben wir den Wegweiser Alter und Technik aus Deutschland und Purple Alert hier links zu sehen aus Schottland.
Und aus dem Bereich Austausch sind wir auf Unterstützungsangebote für Menschen mit Demenz und pflegende Angehörige eingegangen. Und zwar auf die Foren der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft hier rechts im Bild zu sehen und auf die MyInLife-Personenkreise hier unten zu sehen. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Gesundheits-Apps von der Idee in die Praxis. Ja, im heutigen Webinar möchten wir unsere Reihe digitale Unterstützungsangebote abschließen, und zwar genau mit diesem Thema. Und der Hintergrund, warum wir jetzt genau dieses Thema Gesundheits-Apps von der Idee in die Praxis gewählt haben, ist, weil wir immer wieder auch Angebote vorgestellt haben, die in der Praxis noch nicht anwendbar sind oder noch nicht verfügbar sind. Und wir wollten diesem Thema jetzt mal auf die Fährte gelangen, auf die Schliche gehen und haben geschaut, was kann denn darauf Einfluss haben, auf diesen Weg digitaler Angebote in die praktische Umsetzung. Hier nochmal ein Rückblick. Also starten wir mal ganz am Anfang, damit wir alle auf einen Kenntnisstand kommen. In unserer Reihe digitale Unterstützungsangebote haben wir in den vergangenen 4 Wochen zahlreiche Angebote für Menschen mit Demenz und pflegende Angehörige aus diesen 8 Anwendungsbereichen kennengelernt. Und ein Großteil hiervon sind eben Unterstützungsangebote, die sich auch unter dem Begriff E-Health-Interventionen zusammenfassen lassen. Ob das jetzt Webinare sind oder eine App für pflegende Angehörige, die ihnen dabei hilft, ihre Stimmungslage einzuschätzen, etc., das alles zählt dazu. Dementsprechend beginnen wir heute unseren Weg von der Idee zur Praxis bei E-Health-Interventionen, wie zum Beispiel Gesundheits-Apps, zunächst ganz an der Basis und fangen an mit dem theoretischen Überbau. Was ist E-Health eigentlich? Was sind E-Health-Interventionen? Und hier hat die Weltgesundheitsorganisation das definiert. Also E-Health bedeutet die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien für die Gesundheit. Und E-Health-Interventionen sind dann eben Behandlungen, die aufs Verhalten abzielen, die darauf abzielen, das Verhalten zu ändern und die eben über das Internet bereitgestellt werden und perfekt dafür aufbereitet werden. Das Bundesgesundheitsministerium aus Deutschland sagt eben auch dazu, dass hier alle Anwendungen gemeint sind, die für die Behandlung und Betreuung von Patientinnen und Patienten eben die Möglichkeit von diesen modernen Info- und Kommunikationstechnologien nutzen. Und das bringt natürlich mit sich, dass hierbei Informationen elektronisch verarbeitet werden und eben auch über sichere Datenverbindungen ausgetauscht werden. Schauen wir uns mal die Wirksamkeit an von E-Health-Interventionen. Hier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt die Niedrigschwelligkeit. Gerade Themen, die mit Gesundheit und Krankheit zu tun haben, weisen ja oft Scham hervor. Das wissen gerade Sie auch als Praktikerinnen, die mit Menschen mit Demenz und pflegenden Angehörigen arbeiten, am besten. Niedrigschwelliger Einstieg, möglichst einfach. Das ist eben hier über das Internet, über E-Health-Interventionen möglich. Und ein Punkt, der eben solche Anwendungen auch wirksam macht. Ein weiterer Punkt, der auch sehr wichtig ist, dass man einfach Bevölkerungsteile auch entwickelt, die zu klassischen Angeboten jetzt keinen Zugang haben. Da muss ich jetzt gerade auch dran denken, in Zeiten der Corona-Pandemie, die ja doch viele Menschen auch vom alltäglichen Leben abschneidet, sind hier solche Interventionen natürlich trotzdem und gerade deswegen auch wirksam. Und auch zur Wirksamkeit, wir haben hier eine Verbesserung von vielen Ergebnissen bei pflegenden Angehörigen, wie zum Beispiel die Verringerung von Depressionen. Und hier hatten wir auch ein Beispiel in den vergangenen 4 Wochen, das war die App PsyMate, die einfach pflegende Angehörige auch immer wieder gefragt hat, Mensch, wie ist gerade dein Gemütszustand, gib mir mal Feedback dazu. Und dadurch haben sich die Leute dann auch verstanden gefühlt und es war eben auch ein positiver Effekt, der sich dadurch dann auswirken kann. Wie setzt man das Ganze jetzt um? Also welche Einflussfaktoren sind denn hier wichtig, um E-Health-Interventionen erfolgreich in die Praxis zu bringen? Hier eine kleine Zahl, also nur 3% der Forschung zu demenzspezifischen Angeboten schafft es wirklich erfolgreich in die Praxis umgesetzt zu werden. Und daher möchten wir jetzt auch darauf eingehen, welche Einflussfaktoren da eben für eine erfolgreiche Umsetzung einfach wichtig sind. Und die Brücke dann hier schlagen in die Praxis.
Wir haben uns jetzt hier angeguckt, einige Einflussfaktoren, die möchten wir Ihnen jetzt auch vorstellen, die eben bei der praktischen Umsetzung von eHealth-Interventionen bei pflegenden Angehörigen von Menschen mit Demenz eine Rolle spielen. Und diese Erkenntnisse, die ich jetzt im Nachgang also vorstellen werde, basieren auf dieser unten stehenden Quelle. Hier wurde sehr viel Literatur analysiert zu diesem Thema, und das nennt man Systematic Review im Fachjargon. Und hierbei haben die Autoren eben über 200 Einflussfaktoren identifiziert, und die haben sie in 4 Kategorien eingeteilt. Und hier haben wir einmal die Merkmale der Anwendung. Das ist ein Cluster, eben das Einfluss nimmt auf die Umsetzung in die Praxis. Dann haben wir hier die pflegenden Angehörigen an sich, die umsetzende Organisation und den breiteren Kontext. Ich gehe jetzt nach und nach auf die verschiedenen Einflussfaktoren ein. Ja, bei den Merkmalen der Anwendungen haben wir jetzt fördernde Faktoren. Das sind zum einen die Funktionen, wie viele Funktionen gibt's, dann die Benutzerfreundlichkeit, die Einbeziehung der Nutzer, natürlich auch schon während des Entwicklungsprozesses, ein ganz wichtiger Punkt, denn nur dann kann ich auch sicherstellen, dass die Zielgruppe diese Anwendung dann auch tatsächlich verwendet und verwenden kann. Zeit für Verbesserungen einplanen ist auch ein wichtiger Punkt. Und ich war jetzt ein bisschen schnell. Ich bitte um Entschuldigung, denn zu den Verbesserungen hat sich mein Kollege Nikolas Dietzel noch mal genauer informiert. Nikolas, ich übergebe das Wort an dich. Ja, danke, Christina. Also es gibt verschiedene Faktoren, das kennen die ein oder anderen sicherlich auch aus der eigenen Erfahrung, die so ein Anwendungserlebnis von einer App positiv oder negativ beeinflussen können. Die haben wir hier mal zusammengestellt. Also hilfreich ist immer eine Suchfunktion, dass man mit wenigen Schlagworten direkt zu den Inhalten geleitet wird, die man wissen will. Das ist insbesondere deshalb wichtig, weil Apps im Laufe der Zeit natürlich auch deutlich an Umfang noch gewinnen können. Dann geeignete Inhalte, insbesondere auch zielgruppenspezifische Inhalte. Wir reden hier ja über die Zielgruppe Menschen mit Demenz und ihre pflegenden Angehörigen. Die Inhalte sollten dann natürlich auch für diese Zielgruppe aufbereitet werden. Und ganz wichtig, sie sollten aktuell sein. Also gerade im medizinischen Bereich kann sich Wissen schnell verändern. Es kann sehr schnell neues Wissen dazukommen. Es ist also ganz elementar, dass die Inhalte immer am aktuellen Wissensstand orientiert sind. Ja, die Anbindung an Social Media kann eben helfen, die Reichweite der App zu erhöhen, also auch neue oder andere Zielgruppen anzusprechen, insgesamt sich zu verbreiten. Ganz wichtig sind natürlich auch hohe Sicherheitsstandards, also insbesondere der Schutz personenbezogener Daten. Das ist vor allem auch dann wichtig, wenn die Nutzung der App eine Registrierung voraussetzt, man also Informationen über sich bereitstellen muss. Die Möglichkeit des persönlichen Kontakts zu den Entwicklern und Entwicklerinnen der App ist auch wichtig, dann wenn beispielsweise technische Probleme auftreten, dass hier einfach schnell geholfen werden kann. Kompatibilität ist ein großer, wichtiger Punkt. Also die Nutzung der App muss sich gut in die Alltagssituation einbauen lassen. Aber beispielsweise, wenn Apps jetzt Übungen beinhalten, dann müssen sie eben auch in den beispielsweise im häuslichen Kontext der Nutzer und Nutzerin einfach auch umsetzbar sein. Und Bedürfnisse können sich im Laufe der Zeit ändern. Auch hier ist eine Anpassung sehr hilfreich, also insbesondere auch eine individuelle Anpassung. Das macht das Anwendungserlebnis dann einfach auch besser für die einzelnen Personen und angenehmer. Und der vermutlich wichtigste Aspekt ist die Einfachheit. Das ist einmal die Einfachheit der Sprache, also Inhalte müssen klar verständlich sein, aber eben auch die Einfachheit der Nutzung, der Bedienung. Also wenn man beispielsweise die Funktionen nicht versteht, wenn man sich nicht gut orientieren kann, wenn die Inhalte nicht verständlich sind, dann verliert man eben ganz schnell das Interesse an einer App. Herzlichen Dank, Nikolas, für die genaue Erläuterung auch nochmal zu den Merkmalen der Anwendung als Einflussfaktor. Vielen Dank. Ja, ich schließe mich mal an und gehe weiter. Die pflegenden Angehörigen sind natürlich selbst auch ein großer Einflussfaktor, der sehr, sehr wichtig ist, der von den Forscherinnen eben auch als fördernder Faktor identifiziert wurde. Also wir haben auf der einen Seite natürlich die Art der Beziehung zum Menschen mit Demenz. Also hier ist eben herausgekommen, dass Ehemänner und Söhne positiver gegenüber von eHealth-Anwendungen sind. Und als
Fördernder und hemmender Faktor zugleich gelten eben psychologische Merkmale der pflegenden Angehörigen im Allgemeinen. Also diese können die Umsetzung erleichtern oder auch behindern. Zum Beispiel, wenn Erwartungen bestehen, wenn schon eine gewisse Belastung vorhanden ist, kann das eher hemmend sein für die Umsetzung in der Praxis. Wenn aber Vertrauen und Eigenständigkeit, Motivation da ist, wenn sich die Person sicher fühlt und die Privatsphäre eben gewahrt wird, dann kann es auch ein hemmender Faktor sein, also der pflegende Angehörige, ein fördernder Faktor. Als hemmende Faktoren haben wir hier eben genau das Gegenteil. Privatsphäre, Datenschutz, also wenn das Sicherheitsgefühl fehlt, wenn die Teilnehmer Angst haben, Technologien eben zur Dokumentation persönlicher Probleme einzusetzen oder auch wenn vorhandenes Wissen eben, wenn es daran mangelt, also wenn zum Beispiel digitale Kompetenz nicht ausreichend vorhanden ist. Das Stadium der Demenzerkrankung spielt natürlich auch eine Rolle. Je fortgeschrittener die Erkrankung, desto mehr wirkt dies auch als Barriere. Und wenn die Pflegebelastung sehr hoch ist, dann werden E-Health-Angebote auch eher weniger genutzt. Also hier auch wirklich mannigfaltig nochmal die pflegenden Angehörigen als Einflussfaktor. Von der umsetzenden Organisation gilt grundsätzlich, Einbeziehung persönlicher Elemente wird hier wirklich als sehr positiv angesehen. Also auch wenn Kosten und Zeitbedarf dadurch erhöht wird, förderlich ist immer, die Mitarbeiter zu trainieren, die sowas umsetzen, sich auszutauschen, wirklich auf Teamarbeit zu setzen. Da kommen wir auch später nochmal drauf. Und natürlich, was mein Kollege Nikolas auch schon erwähnt hat, dass eine gute Zusammenarbeit mit dem Hersteller oder Programmierer dieser Anwendung eben auch vorhanden ist. Als hemmende Faktoren haben wir hier auch Mitarbeiter, wenn Motivation zum Beispiel nicht gegeben ist oder der Kenntnisstand nicht aufrechterhalten werden kann, aber auch finanzielle, zeitliche Beschränkungen. In kleinen Organisationen hat man oft Probleme mit dem notwendigen Support und dem Aktuellhalten der Inhalte in der Anwendung. Und politische Gründe können hier auch hemmend sein oder eben, wenn die Integrationsstrategie dieser Anwendung nicht von vornherein klar ist. Weil es gibt ja auch schon ein System und es gibt auch eben schon Angebote meist, die vorhanden sind. Wenn mir vorher nicht klar ist, wie ich die Anwendung da einbinde oder welche ergänzenden Punkte sie mir noch mitliefert, dann kann das eben auch ein hemmender Faktor sein. Und im breiteren Kontext, hier gibt es generell eher hemmendere Faktoren. Also zum Beispiel wäre jetzt hier zu nennen bei internationalen Projekten. Ich hüpfe gleich mal ans Ende. Hier ist natürlich die Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es kann natürlich auch sein, dass in unterschiedlichen Ländern, die eben hier Punkt 1 eine unterschiedliche Gesundheitspolitik haben und ein unterschiedliches Verständnis der klassischen Versorgung, die unter Umständen eine unterschiedliche, einen unterschiedlichen Zugang haben, eine verschiedene Netzdeckung. Bei ethnischen Aspekten, auch da kann es natürlich dazu kommen, dass es hier zu Unterschieden gibt, die dann natürlich auch die Umsetzung hemmen können. Ja, jetzt haben wir Ihnen ganz, ganz viel Theoretisches erzählt, also Ergebnisse aus einer Studie. Und jetzt möchten wir noch ein Praxisbeispiel zeigen. Das ist persönlich auch immer mein Lieblingsteil, weil wir hier auch immer testen. Und ja, wir haben jetzt gesehen, es gibt wirklich viele Einflussfaktoren, die den Weg von E-Health-Interventionen, von Anwendungen in die Praxis eben fördern und hemmen können. Und als Fazit gibt es eben auch, ja, im Grunde keinen Umsetzungsansatz, der allgemeingültig ist. Wir möchten jetzt aber eben ein Praxisbeispiel vorstellen, das sehr erfolgreich ist und das auf jeden Fall auch Anwendung findet. Hier haben wir uns Lumosity angeschaut. Zunächst mal eine Frage an Sie. Jetzt können Sie gern wieder die Hände heben. Kennen Sie Lumosity? Das ist eine App und eine Webanwendung. Einfach mal aufs Handsymbol klicken. Okay, ich sehe schon ein paar Hände. Einige kennen Lumosity, einige nicht. Dann steige ich mal ein. Also es handelt sich hierbei um eine Webanwendung, also eine App, und Lumosity stammt aus den USA von der Lumos Labs Inc. Und nach eigenen Angaben gibt es Lumosity seit 10 Jahren und diese
Anwendung hat eben über 100 Millionen Mitglieder und im App Store ein sehr hohes Ranking, also 4,7 von 5 Sternen, also wirklich sehr erfolgreich. Das Ziel ist eben hier ein wissenschaftlich fundiertes Gedächtnistraining anzubieten mit individuell gestalteten kognitiven Spielen und Übungen zum Training von verschiedenen Bereichen. Darunter zum Beispiel Schnelligkeit und Erinnerungsvermögen. Und jedermann kann sich anmelden, kostenlos und es anwenden. Und es gibt eben auch eine Wirksamkeitsstudie und zahlreiche Publikationen hier auch zu der App. Es werden wissenschaftlich wirklich fundierte Aufgaben auch verwendet. Aber trotzdem hat man eben auch Spaß dabei, Lumosity zu bedienen. Das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Hier sieht man jetzt die Lumosity-Webseite direkt mittig, sieht man jetzt gleich auch den Button loslegen. Und unter der Rubrik wissenschaftlich basiertes Gehirntraining hat man jetzt eben auch nochmal die Möglichkeit, sich zu informieren, ob das alles Hand und Fuß hat. Und was ich hier auch ganz beeindruckend fand, es gibt ein hausinternes wissenschaftliches Team bei Lumosity und es wird auch mit Forschern kooperiert. Und diese stetige Rückkopplung von der Wissenschaft in die Praxis, die trägt eben maßgeblich dazu bei, dass Lumosity nicht nur Spaß macht und schön aussieht, sondern auch wirkt. Hier habe ich Ihnen mal den Titel von einer randomisierten, kontrollierten Studie. Das ist der zweithöchste Evidenzgrad eingeblendet. Und hier wurde eben die Wirksamkeit von Lumosity nachgewiesen. Und die Studie ist auch frei verfügbar. Also auf der Homepage kann die jeder nachlesen, der Interesse hat. Und in der Studie wurde eben bei über 4000 Teilnehmern untersucht, ob sich die kognitive Leistungsfähigkeit durch den Gebrauch verbessert. Und die Testgruppe hat eben mit Lumosity trainiert und hier auf der linken Seite sieht man ein Beispiel für ein Spiel namens Fischeteich von Lumosity und die Kontrollgruppe hat eben hier mit Kreuzworträtseln getestet und beide Gruppen haben über ein Jahr hinweg 5 Tage in der Woche trainiert, jeweils 15 Minuten am Tag und bereits nach 10 Wochen, darauf bezieht sich jetzt auch diese Studie, hat sich eben schon die Leistungsfähigkeit in einigen kognitiven Bereichen verbessert, und zwar in der Lumosity-Gruppe. Ja, hier sieht man jetzt vergrößert nochmal ein Spiel mit dem Fischteich. Und hier habe ich Ihnen nochmal den Weg von der Forschung übers Design bis in die Praxis aufgezeigt. Und jetzt beginnen wir mal mit dem Training. Ich habe mich hier angemeldet im Webbrowser und habe mir ein Profil erstellt und hier sieht man jetzt eben, dass ich auch die Möglichkeit habe, eine Premium-Version noch freizuschalten. Und zu Beginn werden mir eben verschiedene Fragen gestellt, wie alt bin ich, welches Geschlecht habe ich, wie regelmäßig schlafe ich und dann bekomme ich hier eben 3 kognitive Spiele, die mir anschließend dann ermöglichen, wirklich ein individuelles Profil hier aufzubauen. Ja, Nikolas, du hast dir das Ganze ja auch mal angeschaut. Deinen Bericht dazu wollen wir auch noch hören. Genau, Christina, ich habe mir die App mal auf mein Smartphone runtergeladen und den Praxischeck gemacht. Du hast es ja gerade schon gesagt, prinzipiell ist die App kostenfrei in jedem App Store downloadbar. Allerdings gibt es verschiedene kostenpflichtige Zusatzinhalte, die müssen dann durch sogenannte In-App-Käufe freigeschaltet werden. Grundsätzlich muss man sich am Anfang vor der Nutzung der App mit Namen und E-Mail-Adresse registrieren. Es werden noch verschiedene weitere Informationen abgefragt, wie Alter, Geschlecht beispielsweise. Die muss man allerdings nicht ausfüllen, das kann man auch überspringen. Zu Beginn gab es dann, wie du auch schon gesagt hast, so einen sogenannten Fit-Test mit den 3 Spielen, die man hier sieht. Da geht es also auch um die Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit. Bei mir waren das die 3 Spiele Farbenspiel, das sehen Sie auf der linken Seite. Da geht es darum, dass das Wort quasi, was oben zu sehen ist, mit der Farbe des unteren Worts übereinstimmt. In dem Fall ist das Wort rot, die Farbe unten rot, dann müsste man auf Ja klicken und würde quasi zur nächsten Aufgabe kommen, also zu dem nächsten Wortpaar. Das zweite war zügige Gedanken. Hier geht es darum, dass man durch Klicken auf die grün umrandeten Weichen die Züge in die richtigen Bahnhöfe lenkt. Man sieht hier den lila Zug, der in den lila Bahnhof rein muss. Und auf der rechten Seite haben wir Kacheln knobeln. Da muss man sich also, wie in diesem Beispiel, die 4 Kacheln merken. Und dann anschließend verschwinden die farblich markierten Kacheln und man muss die mit dem Finger dann nachtippen. Ich habe die Spiele als durchaus herausfordernd empfunden, insbesondere deshalb, weil der Schwierigkeitsgrad sehr stark ansteigt. Das sieht man auf den Bildern jetzt nicht. Beispielsweise im zweiten, also mittleren Bild,
würden dann zwischenzeitlich auch mal 5, 6 Züge gleichzeitig fahren. Insgesamt, was mir sehr gut gefallen hat, ist der spielerische Ansatz mit täglich wechselnden Spielen. Also man hat jeden Tag 3 Spiele zur Verfügung. Es gibt aktuell 30 und mehr Spiele und es sollen auch in Zukunft noch weitere entwickelt werden. Diese Inhalte oder der Zugriff auf alle Spiele ist allerdings kostenpflichtig. Dann passen sich die Spiele prinzipiell dem eigenen Leistungsvermögen an. Deswegen macht man diesen Einstiegstest. Aber auch diese Funktion muss man kostenpflichtig freischalten. Ansonsten kann man eben einfach die 3 täglichen Spiele wiederholen. Und es gibt viele Statistiken zu den eigenen Ergebnissen. Das heißt, man kann eben schauen, wie der Fortschritt ist. Hier sehe ich allerdings insbesondere bei unserer Zielgruppe, also Menschen mit kognitiven Einschränkungen, die Gefahr. Man kann beispielsweise sich auch mit der Altersgruppe vergleichen lassen, dass das dann auch schnell zu Frustration oder Enttäuschung führen kann. Insgesamt war die App allerdings leicht bedienbar und die kann gerne jeder mal ausprobieren, einfach downloaden und losspielen. Ja, danke dir, Nikolas, dass du uns mal erzählt hast, wie das mit deinem vielleicht ab jetzt ja auch regelmäßigen Training in der App so aussieht. Damit wären wir jetzt auch mit unserem inhaltlichen Part am Ende und ich beende auch an dieser Stelle die Aufzeichnung.